So, Inside Politics Folge 19. Ja, die Sommerpause ist vorbei. In meinen Augen, wie man sieht, ist auch wieder da. Wir haben heute ein Zusammentreffen hier im Presseclub mit den Landesräten Leichtfried, Lackner und Campus. Das ist sozusagen die erste Ausgabe, weil zuerst einmal die SPÖ drankommt und demnächst auch die ÖVP. Zu dieser Veranstaltung werden wir dann auch jeweils Fragen stellen an die zuständigen Landesräte, die dann kommen werden. Wie schaut es heute aus? Ja, jeden Landesrat haben wir zwei Fragen gestellt und ja, das werdet ihr jetzt sehen. Herzlichen Dank, Frau Landesrätin Lackner. Sie waren viele Jahre Landtagsabgeordnete, kennen das Geschäft von der Pike auf in der Landesregierung, im Landesparlament, zuletzt dritte und dann zweite Landtagspräsidentin. Und seit Mitte Juni verantworten Sie die Themen Bildung und Gesellschaft. Und da hat es auch im schulischen Bereich gleich in den letzten Wochen etliche Neuerungen gegeben. Vielleicht, dass wir die nochmal zusammenfassen, subsumieren und dann einen kleinen Ausblick, was in den nächsten Monaten werden. Ja, danke auch von mir für die Möglichkeit, viele Menschen dort zu treffen, die uns jetzt wieder weiter fragen, was unsere welche Herausforderungen wir vor uns sehen und vor allem mit welchem Zugang wir an die Dinge herangehen. Ja. Mein Ressort Bildung und Gesellschaft. Ja. Unter Bildung finden sich die Musikschulen, auch die elementare Bildung, also die Kinderbildungsbetreuungseinrichtungen, die Berufsschulen, die Musikschulen und was den Gesellschaftsbereich betrifft, der sich in dem Ressortnamen versteckt. Da geht es um Familie, Frauen und Jugend. Mir war es Anliegen, das einfach zusammenzufassen und nicht extra hervorzuheben. Und das sind in Wirklichkeit wunderbare Aufgaben, ja, an die ich aufgrund meiner noch vor der Politik, ja, hat es auch ein Leben gegeben, an die ich mit einer großen Empathie herangehe, weil ich eigentlich von der Ausbildung her Lehrerin bin, weil ich nur kurz in der Schule gewesen bin, weil es einfach zu viele Lehrer und Lehrerinnen seinerzeit gegeben hat, mit den Fächern Deutsch, Geschichte, und einfach dann einen anderen Weg eingeschlagen worden ist von mir und die jetzt sozusagen über oder mit einem Abstand von etlichen Jahren einfach wieder über einen anderen Weg mit diesen Themen betraut bin und es einfach eine großartige Fügung ist, ja, sich da wieder in der Position, in der ich jetzt bin, auch dafür einzusetzen. Ja, wenn Sie ansprechen, es hat einige Veränderungen gegeben in der Schullandschaft, in dem an Sie sprechen von der Schließung der kleinen Schulen, die ja gesetzlich vor fast eineinhalb Jahren sozusagen formal erledigt worden sind. Heuer mit Schulschluss einige Schulen tatsächlich das letzte Mal geöffnet hatten, mit Zeugnisverteilung einfach dort auch der letzte Schultag stattgefunden hat. Das war ein Prozess, der über viele Jahre gegangen ist, ja, und der jetzt im Wesentlichen auch gut abgeschlossen ist. Und wenn ich daran denke, dass am 14. September, also das ist in weniger als zwei Wochen, 73.000 steirische Schülerinnen und Schüler in den Pflichtschulen wieder vor den Schultoren stehen, ja, kann ich auch sagen, dass die Schulen, ja, die Lehrer und die Lehrerinnen bereit sind dafür, ja, das neue Schuljahr gut zu beginnen, auch mit den veränderten Situationen, die sich zum Beispiel durch die Schulschließungen, die ja jetzt lange bekannt waren, ergeben haben. Aus der Steiermark werden möglicherweise demnächst neue Signale kommen, was die Lehrerausbildung anbelangt. Passt das auch in Ihre Aspekte, in Ihre Perspektiven, die Sie haben, passt das gut hinein? Es ist offenbar so eine Phase, wo sich so viel verändert. Ja? Und wenn man mit dem Blick darauf schaut, dass wir einfach Schule immer wieder neu denken müssen. Ja? Weil einfach im Jahr 2015 völlig andere Herausforderungen gegeben sind, als es noch vor 20, geschweige denn vor 60 Jahren waren, ja, dann sage ich, dass uns eine neue Ausbildung auch über Hürden hinwegführt, ja, oder über Gräben. Ja. Wenn ich sage, es gibt ein starres System der Volksschule, der Hauptschule, dann der beziehungsweise NMS jetzt, ja, und dann der weiterbildenden und höheren Schulen, ja, und ich sage,
es sind zwei große Instanzen und Einrichtungen, nämlich die Pädagogische Hochschule und die Karl-Franzens-Universität, die erstmals, ja, und auch in Österreich Vorreiterrolle innehaben, das Curriculum entwickeln, ja, miteinander einfach auf die Bedürfnisse, auf die Notwendigkeiten, auf die Kompetenzen eingehen, die gefordert sind für die Schule von morgen, ja, dann sage ich, da sind wir gut beraten, die Dinge, die wir jetzt da vorfinden, ja, gut einzubauen und eben sozusagen auf die Reise zu geben. Also es sind sehr, sehr erfreuliche Entwicklungen, die in diesem Rahmen heute auch zu vermelden sind. Ja. Schön. Lass uns mich ganz kurz bitte noch auf den zweiten Teil Ihres Ressorts und der Benennung der Bildung und Gesellschaft, so in den kommenden Jahren, was meinen Sie, werden denn da Eckpunkte einer gesellschaftlichen Entwicklung, vor allem im Bundesland Steiermark? Ich möchte mit dem Bereich anfangen, der, also jetzt ihn zu erwähnen, der so in der breiten Öffentlichkeit nicht immer die allererste Präsenz hat, nämlich das ist der außerschulische Jugendbereich, wo großartige Leistungen über Vereine, über Einrichtungen, über Jugendzentren gemacht wird, die man nicht so im Detail oft erkennen kann, ja, wo wir aber, so wie es die Kollegin des Campus schon gesagt hat, wo wir eine Menge Ehrenamt, ja, vorfinden, von Organisationen quer über die politischen, ja, quer in der politischen Landschaft, ja, die wirklich wunderbare, offensive, sehr, sehr feinfühlige Arbeit damit abdecken, wäre unbezahlbar, auch in diesem Bereich, ja, und die einfach ihr Know-how auch verstärkt bekommen durch das, was die Abteilung, durch die Verwaltung und durch Fachstellen, die wir eingerichtet haben, sozusagen auch ausbauen können. Das ist ein Bereich, der große Herausforderung natürlich auch, ob das in einer Stadt ist, in einer Gemeinde, in ländlichen oder eher zentralräumlichen Bereichen, wo Jugend sozusagen im Fokus ist, ja, und wo Jugend, egal wo sie ist, speziellen Herausforderungen auch gewachsen sein muss, ja, und wo diese Jugendarbeit ganz speziell einfach wertvolle Arbeit leistet. Das ist das eine. Das andere ist der Bereich Familie, ja. Und da sind wir im Konzert mit allen anderen Bundesländern in Österreich, dass wir einfach auf die Unterstützung von Familien achten müssen. Ja? Dass es darum geht, dass wir Familien in ihrer Konstellation auch unterstützen müssen für das, was heute an Herausforderungen besteht. Dass wir Familien stärken können und müssen. Ja? Und das geht zum Beispiel auch im Einklang mit dem, wofür ich zuständig bin im Kinderbildungs- und Betreuungsbereich, wenn es darum geht, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegeben sein soll, wenn es darum geht, Sprachkompetenz zu fördern in den Schulen, in den Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, wenn es darum geht, dass natürlich auch Berufstätigkeit, Wiedereinstieg für Frauen, ja, ermöglicht wird, über diese Netzwerke, von denen wir gerade gesprochen haben. Und dann ist es natürlich der Bereich der Frauen, der eine besondere Beachtung weiterfinden wird, auch von mir. Also da nehme ich das auf, was meine Vorgängerinnen bereits geleistet haben. Es geht darum, dass man die Mädchen- und Frauenberatungsstellen in der Steiermark weiter ausbauen, ja, und einfach dort auch schauen, was braucht es. Und das sind sehr unterschiedliche Herausforderungen, ob es jetzt in der Oststeiermark ist oder in der Obersteiermark, da gehen wir einfach so gut wir können, ja, auf die regionalen Erfordernisse auch ein. Dankeschön. Gut, neben mir als letzter Gast sozusagen Frau Magister Ursula Lackner, Landesrätin für Bildung. Ich habe an Sie die Frage, was wollen Sie mit Ihrer politischen Möglichkeit als Mitglied der steirischen Landesregierung umgestalten bzw. ändern? Warum das und wenn in der Steiermark würde das eigentlich bedeuten? Es geht nicht nur um Umgestalten, sondern es geht einfach um Gestalten. Ja? Und um das, was da ist, einfach genau anzuschauen, ja? Und zu sagen, was braucht es
in unserer Zeit, in der wir leben, ja, aber auch auf die Zukunft gedacht, ja, was braucht es da an Maßnahmen, um das erfolgreich zu bewerkstelligen. Also ich bin zuständig für die Pflichtschulen in der Steiermark, für die Musikschulen, für die Berufsschulen, aber auch für die Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, also sprich Kindergärten, Kinderkrippen und darüber hinaus der Bereich Gesellschaft, ja, den Sie jetzt nicht erwähnt haben, das ist Familie, Frauen und Jugend. Ja. Und es zeichnet mein Ressort aus, dass es überall um Menschen geht. Ja. Das ist wichtig, oder? Und das ist auch an für sich ein sehr schönes Bild, ja, dass ich jetzt, seit ich in diesem Ressort tätig bin, nehmen kann, ja, in die Herausforderungen und in die Aufgabenstellungen, denen ich mich gegenüber sehe. Und wenn ich jetzt an die Kinderbildung und Betreuung denke, ja, da geht es darum, ja, in diesem Ressortbereich einfach die geballte Energie, die wir da hineinstecken, ja, um Kinderbildung auch sozusagen für die Zukunft zu gewährleisten, um sie auszubauen, um sie flächendeckender zu machen, um den Eltern ein Angebot zu geben, aber vor allem um das letzte Kindergartenjahr, das ja verpflichtend ist und eine Überleitung in die Schule darstellt, ja, um das bestens vorzubereiten. Ja. Und wenn ich vom Kindergarten in den schulischen Bereich gehe, ja, da habe ich Schule, ja, die für 6- bis 15-Jährige vorhanden ist. Ja. Am 14. September werden 73.000 steirische Pflichtschülerinnen vor den Schultoren stehen. Ja. Und oder ganz bestimmt auf eine gut vorbereitete Schule, ja, treffen. Und es geht aber auch darum, dass Dinge, die auf Schule einfließen, ja, sowie auf Sie, auf mich, ja, jeden Tag, ja, Veränderungen zu bewerkstelligen sind, ja, neue Entwicklungen, neue Strömungen einzubauen sind in unseren Alltag, ja, sprich die Nutzung von neuen Medien. Ja, wir fragen uns ja, ob wir die Zeit dafür hernehmen, ja, weil vorher haben wir was anderes gemacht, ja, irgendwas fällt ja weg dann im Leben. Und so geht es ja in der Schule auch. Ja. Also wir müssen sozusagen vermehrt aber den Fokus darauf legen, was braucht Schule heute, was brauchen die Kinder, was brauchen die Lehrer und Lehrerinnen und was brauchen die Eltern als Unterstützung von Schule, aber was brauchen wir auch von Eltern, damit Schule für die Kinder das bestmögliche Ergebnis bringt. Ja. Und da müssen wir auch Eltern unterstützen. Wir führen die Schulsozialarbeit als erstes österreichisches Bundesland flächendeckend ein mit Schulbeginn. Das heißt, ich habe in der Schule Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die an den Schnittstellen dort, wo es brennt, ja, wo es Konflikte gibt, wo es um Gewalt geht, wo es um Mobbing geht, wo es um Krisen geht, in denen sich Kinder befinden, ja, eine Ansprechperson da ist, die sozusagen nicht in der Schule verankert ist, ja, also als Lehrer oder Lehrerin, sondern über das hinaus einfach eine wertvolle, unterstützende Arbeit liefern kann. Das sind Dinge, die heuer im Herbst auf die Schule zukommen und das ist nur ein Teil davon, was sonst auch noch alles gewährleistet ist. Sie haben die Sozialmitarbeiter erwähnt. Sind Sie auch entsprechend geschult auf die zu erwarteten Flüchtlingskinder mit Kriegstrauma? Das ist nicht unbedingt die Schulsozialarbeit, die ist in erster Linie bewerkstelligt, sondern wir werden ab dem Beginn des Schuljahres vor allem mobile Einrichtungen vorfinden in der Steiermark. Also wir sind daran, ein Konzept jetzt wirklich zu formalisieren. Ein mobiles Team, das multiprofessionell zusammengesetzt sein wird. Also es werden Lehrer und Lehrerinnen sein, es werden Sozialarbeiter sein, die jetzt nicht an einer speziellen Schule sind, sondern sozusagen auch punktuell dorthin kommen, wo es benötigt wird. Es werden Dolmetscher sein, es werden Psychologen und Psychologinnen sein, die sozusagen schauen, dass die Integration und die Aufnahme der Flüchtlinge im besten Sinne über die Bühne geht, ja, und dass Sprachförderung und der Erwerb der Sprachkompetenz einfach das auch beginnen kann. Ja. Und dazu, ja, werde ich mobile Systeme zur Verfügung stellen und das zeitgerecht präsentieren können. Ganz ehrlich, danke fürs Gespräch und wünsche noch einen schönen Abend, auch wenn es regnet.
Wir brauchen den Regen so wie die Sonne. Ja? Das ist richtig. Danke vielmals. Danke, Herr Schindler. Ja.